Ja, das Leben in der Corona-Zeit ist für uns schön, aber auch schwierig zu gestalten. Wir arbeiten zurzeit alle an einem Strang. Wir versuchen, WFBM und Wohnen unter einen Hut zu bekommen, haben Holzwerkarbeiten, haben Gartenarbeiten, die wir machen, packen Hefe. Und das ist alles das, was wir tun können, um den Männern eine Struktur zu schaffen. Und nachmittags genießen wir all das, was wir gebaut haben, was wir im Garten gemacht haben. Und ja, so läuft das bei uns. Wir Kolleginnen und Kollegen der Tagesförderstätte haben genau wie unsere Besucherinnen der Tagesförderstätte ein ganz neues Leben. Wir sind jetzt alle im Wohnen beschäftigt und brauchen eine Tagesstruktur. Deswegen haben wir ganz oft jetzt den Wagen gemietet, sind zu einer Fastfood-Kette ins Drive-In gefahren oder haben Eis gegessen. Das hat unseren Leuten sehr gut getan und sie haben Spaß gehabt, nur durch den Landkreis zu fahren.